Das Wort gebe zu seiner ersten Rede im Deutschen Bundestag. So ganz Neuling ist er ja nicht. Thomas Hallmann für die CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sprechen jetzt seit 35 Minuten über Ihren Antrag, der aus meiner Sicht schon in der Überschrift eine kleine Mogelpackung enthält. Er heißt Neue Perspektiven für langzeitarbeitslosende Menschen. Der Antrag ist aber gar nicht neu. Sie haben ihn vergleichbar so oft gestellt und so oft zu Papier oder zur Bundestagsdrucksache gemacht, dass es selbst mir als neuen Bundestagsabgeordneten schon aufgefallen ist, wie oft Sie sich wiederholen. Das haben meine Vorredner schon gesagt, besonders schal ist Ihr Ritual, dass Sie weder den Koalitionsvertrag noch die Sondierungsvereinbarung mit irgendeinem Wort erwähnen. Die Sondierungsvereinbarung ist 7 Wochen alt. Und in ihr heißt es wörtlich, wir schaffen ein neues Regelinstrument im SGB II mit dem Titel Teilhabe am Arbeitsmarkt für alle. Und auch schon da steht vor 7 Wochen, dass wir 4 Milliarden Euro dafür ausgeben wollen. Ich frage mich, wieso wiederholen Sie eigentlich alte Anträge, ohne den aktuellen Stand zu berücksichtigen? Wem soll das eigentlich dienen? Natürlich wissen Sie alle, das haben auch alle Vorredner schon gesagt, wir wollen im Kern dasselbe. Wir wollen Langzeitarbeitslose aus ihrem Kreislauf herausholen. Und da müssen wir uns insbesondere um die schwierigen Zielgruppen kümmern. Das ist wichtig. Und Frau Zimmermann, Sie sagen, wir reden nicht über die Schattenseiten. Doch, doch, die kennen wir. Aber Sie reden nicht über die Erfolge. In den 10 Jahren bis 2006 pendelten die Zahlen der Langzeitarbeitslosigkeit um die 1,5 Millionen, manchmal waren es sogar 1,8. Erst seit 2006 sinkt die Langzeitarbeitslosigkeit, und das signifikant. Im Antrag der Grünen steht korrekt die Zahl von 850.000. Wir sind also von 1,6 Millionen auf 850.000 Langzeitarbeitslose zurück. Das sind immer noch zu viele, aber in der Regierung Merkel ist eben die Langzeitarbeitslosigkeit auch besonders stark gesunken. Und das, auch das sollte man mal nicht verschweigen. Wir verhehlen nicht, dass Zusätzliches zu tun ist, und das haben wir ja auch vereinbart. Ich kann Sie also beruhigen von den Grünen. Eine Weiterentwicklung der Instrumente im SGB II wird kommen. Deswegen meine ich, brauchen wir weder Ihren Antrag noch Ihre Belehrungen darüber, dass das Thema wichtig ist. Ihr Antrag ist im Kern doppelt so lang oder wie die entsprechende Passage im Koalitionsvertrag, aber irgendwie auch nur halb so wirksam, um Langzeitarbeitslosigkeit zu reduzieren. Kai Wittecker hat es gesagt, Ihnen fehlt die Zielgruppenspezifizierung. Insofern bringt Ihr Antrag leider nicht viel. Das gilt erst recht, Herr Springer, für Ihre Äußerung. Herr Springer, Sie haben sich in den Potsdamer neuesten Nachrichten ja offen dazu bekannt, dass Sie Populismus richtig finden. Sie sprechen davon, es sei eine hohe Kunst. Das finde ich schon bedenklich. Und jetzt gucken wir mal in Ihr Wahlprogramm, und da wird es besonders erstaunlich. Sie schreiben dazu eine ganze Viertelspalte oder eine Viertelseite. Darin versprechen Sie allen Langzeitarbeitslosen gemeinnützige Bürgerarbeit, die sozialversicherungspflichtig entlohnt werden soll. 2 Spalten weiter sprechen Sie von Eigenverantwortung. Und noch eine Spalte weiter, alles im selben, auf derselben Seite, dass die Ausgaben des Staates stark sinken sollen. Das ist nicht nur extrem kurz, das ist vor allen Dingen extrem sinnfrei. Sie versprechen nämlich einfach allen alles, obwohl es sich eindeutig widerspricht. Ich nenne das Pipi-Langstrumpf-Politik. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Singen kann ich leider nicht. Herr Springer, das ist keine Kunst. Ich finde es ziemlich verantwortungslos. Sie versprechen Langzeitarbeitslosen und beschimpfen alle anderen, dass sie was für die Langzeitarbeitslosen tun, angeblich, weil wir uns ja nur um Migration kümmern. Meine Damen und Herren, meine Rede ist nicht nur der Abschluss dieses Tagesordnungspunkts, sondern auch, wenn man die letzte Debatte mal kurz wechselt, der Schlusspunkt in einer bisher einmaligen Debattenzeit in diesem Parlament ohne stabile Koalition. Am Wochenende werden wir wissen, wie es weitergeht. Ihnen allen wünsche ich dann mit Erlaubnis der Präsidentin schon ein schönes Wochenende und den Sozialdemokraten das richtige Ergebnis. Vielen Dank. Franz Beckenbauer hat jetzt gesagt, schauen wir mal. Vielen Dank, Thomas Hallmann. Damit schließe ich die Aussprache.